Und da gab es eine kleine Überraschung. Den ersten Satz gewannen nämlich die Heimdamen aus Köpenick. Jetzt aber, erster Aufschlag in unserem Match hier live auf CPM 24. Die Kapitänin Stefanie Karg macht den ersten Punkt. Aufschlag Marina Apitz, die 23-jährige Zuspielerin. Stefanie Kästner bedankt sich. Eigentlich gut abgewehrt. Da hinten von Claudia Steger. Etwas unglücklich, knapp übers Netz und dann ein dankbarer Block. 2:0. Der erste Punkt fürs Heimteam. Leichte Probleme in der Annahme, aber gut gelöst. Mareike Hindriksen. Jetzt am Aufschlag Ivana Ostojic. Schöne Abwehraktion zunächst, aber dann zweiten Versuch. Stefanie Kästner über Kopf. Holen für ihr Team das Sideout zurück. Da ist sie, Stefanie Kästner, 24 Jahre alt. So kann es auch gehen. Aufschlagwechsel, 2:3 aus Sicht von Suhl. Wendula Merkova. Apitz hoch auf die 4. Dann schlägt Grit Müller Block außen an. Mit der Nummer 11. 2 Punkte Führung. Im Aufschlag Kapitänin Stefanie Karg. Schöner Angriff durch die Mitte. Das war das Natascha. Fehlaufschlag dieses Spiels. Beim Aufschlag jetzt für Dresden Saskia Hippe. Und etwas übereilig Anna Smelo, die Amerikanerin, greift der Zuspielerin den Ball ab. Und das bedeutet Aufschlagwechsel. Steger, 20-Jährige aus Chemnitz. Schöner Jumpfloater, Annahmeprobleme bei Czerlich. Und jetzt die Chance zum Punkt für Suhl. Mit Müller in den Doppelblock aus Suhl. Eigentlich etwas verschenkt, diese Punktballchance. Das Heimteam, der Lob über die Position 4, dann doch zu einfach, aber der Block macht's besser. Schöne Rettungstat, jetzt aber die Möglichkeit für Dresden. Einbeiniger Überkopf, aber der Block ist da. Anna Smelo, wieder nicht durch. Die Führung. Annahme.
David Müller versucht den Block oben anzuschlagen, das war aber eine Etage zu hoch. Und Suhl führt 7:5, ein Punkt fehlt noch bis zur ersten Auszeit. Saskia Hipper mit dem Lob aus dem Rückraum, verkürzt auf 6:7. Bessere Annahme von Kerstin Scherlich. Und dann der überraschende Rückraumball und der ebenso überraschende Lob von Saskia Hipper. Aber der Angriff über die Position 4, Ivana Ostojic, sorgt für das 8:5 und die erste technische Auszeit. Immer nach den Punkten 8 und 16. Diese einminütige Pause für beide Teams und wir hören mal bei den Tabellenführern rein. Aus Sicht von Alexander Weibels Team. Den 42-jährigen Coach der Dresdnerinnen. Aufschlag von Natascha Rafaic. Stefanie Kästner versuchte da die Annahme zu zaubern, aber ins Niemandsland. Wieder der Versuch von Saskia Hipper aus dem Rückraum, aber keine Blockberührung. 10:6 die Führung. Alexander Weibel nimmt eine weitere Auszeit. Die Suhlerinnen setzen das gut um, was Felix Koslowski gefordert hat, was er auch im Interview gerade eben noch sagte. Druck im Aufschlag und dann bekommen die Gegnerinnen Probleme im Aufbau. Das ist der Fall. Deswegen durchaus engagiertes Einreden von Alex Weibel auf seine Team. Weiterhin Natascha Rafaic, wieder auf Stefanie Kästner. Ja, da ärgert sie sich zurecht. Vendula Merkova, keine schlechte Abwehr, aber der Ball geht übers Netz und ins Aus. Anna Smilo, Neuzugang aus Santa Clara. In den USA. Kalifornisches Beach Girl. Ja, Stefanie Kästner sieht nicht, dass der Mittelblock dran war. Leider nur bleibt es bei einem Aufschlag für Anna Smelo und das Rechte wechselt wieder zu den Damen von Suhl. Wieder der Versuch, über Saskia Hipper zu spielen aus dem Rückraum. Diesmal gelingt ihr der Punkt nicht. Ins Aus. Ja, Marin Appitz sucht ihre junge Shootingstar-Spielerin, kann man sagen. Saskia Hipper, die sich etabliert hat mit ihren 20 Jahren. Kurzer Prozess jetzt aber, Ivana Isajkovic. 12:7 Die Druckfallaufgaben funktionieren. Und da
damit Annahmeprobleme auf nächster Seite. Der Block macht den Punkt. Stefanie Kästner trifft ihn und der Block sieht dann wieder. Wunderbarer Ballwechsel. Das wollen wir sehen. Das macht den Frauenvolleyball aus. Alex Weibel wird es nicht so gefallen haben. Er nimmt die nächste Auszeit. Den Tool könnte zufrieden sein. Sie lernt Mareike Hinrichsen. Hinrichsen mit guten Aufschlägen. Auf Kerstin Scherlich kommen, aber Dresden kann im Spielaufbau nicht so erfolgreich sein, wie sie sich das wünschen. Krasse Stimmung hier in der Wolfsgrube. 1200 Zuschauer dürften da sein, um dieses Spitzenspiel des heutigen Spieltags mitzuverfolgen. Kurzangriff über Kopf. Stefanie Karg mit einem wichtigen Sideout. Jetzt muss Dresden punkten. Das klappt nicht. Ivana Ostojic über Kopf. Legt den Block hinten an. Ist erfolgreich und darf auch gleich aufschlagen. Die 28-jährige Serbin. Zugang aus Athen. Wieder das gleiche Muster. Stefanie Karg ärgert sich zurecht. Angeschlagen. 16:8, jetzt doch schon eine deutliche Führung für das Heimteam. Die Dresdnerinnen finden nicht in ihr Spiel, müssen mehr reagieren, als dass sie selbst das Spiel in die Hand nehmen können. Noch nichts passiert mit dem ersten Satz. Aber man darf natürlich auch einen Gegner nicht so ins Spiel kommen lassen. Sie müssen gegenhalten. Damen aus der sächsischen Hauptstadt. Jumpsurf, der knapp ins Aus geht. Glück für Dresden. Die Chance heranzukommen. Annahmeprobleme. Insul, aber gut gelöst. Bagger zugespielt und dann eigentlich nicht ganz so fester, aber platzierter Schlag über die Position 4. Lang hinten ins Feld. Die Abwehr touchiert. Deswegen Aufschlag wieder in Suhl. Ein guter Aufschlag ist das. Aber Grit Müller mit ein bisschen Glück nimmt der Block den Ball auf der eigenen Seite mit runter. Side out Dresden.